Helden. In your face, bitch. Genau, Bücherregale. Dafür brauche ich noch Leder. Leder. Holz habe ich. Dann brauche ich noch ein schönes Bett. Rote Wolle. Und wie viele Betten brauche ich denn dann nochmal? 1, 2 für das Zimmer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Bäm. Aber ich nehme mal ein bisschen mehr Holz mit. Holz. Dann nehme ich einen ganzen Stack mit. Viel besser. Und da ist auch das Zuckerrohr. Und Melonen. Hui! Krass viele Melonen. Kiste Spezial. Da noch ein Buch drin und hier kommt dann die Melonen rein. Gar nicht viele so. Und jetzt kann ich schön wieder ein paar Bücher basteln. Na Moment, so mache ich Zucker. Papier. Papier hier, wie die Mülltonne immer früher. Papier hier. Ich glaube, Traumlandpark war das. Mittlerweile natürlich nicht mehr. 9 Bücher, da geht doch was. Ne, warte. Leder. Da geht ja mal richtig so 3 Bücherregale mit. Klatsch. Genau, was brauche ich noch? Redstone. Redstone, einen schönen Schalter, ein paar Lampen, Repeater, Fackeln, davon noch was. Inventar ist ja super voll. Aber an sich sollte das reichen. Ja, doch. Jetzt kommt die Frage, warum denn so viel Redstone? Einfach nur mal so. Weil da eine Person reinkommt, die sowas gern hat. Zumindest früher mal, als sie in diesem LP mal aufgetreten ist. Ha! Ne, hier unten war's. Immer am Vorrennen. Warte, wo kommt denn dann die Doppeltür hin? Hallo? Hallo, Doppeltür! Ich würde sagen, hier. So, extra einen Pfeil benutzt. Toll. Ich brauche doch die Tür, her damit. Habe ich die Tür schon? Jo. Hatte ich ja doch noch mehr Platz als gedacht. Nein, da muss doch Wolle hin. Wolle? Und die Fackel kann dann hier am Rand. Voll wie dumm, ne? Ich nehme immer einen Teil, den ich brauche im Inventar und pack den dann irgendwo hin. Dann noch ein kleines Bildchen. Obwohl, wenn man die Tür jetzt schön versetzen würde, dann wird das, glaube ich, besser passen. Achtung. Achtung. Und hier wäre so ein. Ja, genau, ein Riesenbild. Noch ein riesigeres Bild hin. Das hin. Könnte hier die Tür hin. Das machen wir doch mal. Das ist auch, man nimmt hier immer irgendwelche Werkzeuge, gerade bei Wolle, weil man zu faul ist, wieder ins Inventar zu gehen. Um da dann das richtige Werkzeug auszuwählen. Und rote Wolle muss ich jetzt auch nicht unbedingt sparen, deswegen rote Wolle wird unter den ganzen Sachen bleiben. Also nicht heulen, das ist Verschwendung oder was weiß ich. Ist mir doch Latte. Hab genug. Zumindest von dieser Art von Wolle. Nein!
So. Zimmer von. Ich glaube, ich habe schon zu viel verraten, aber ihr könnt ja einfach mal schreiben, wen ihr hier vermutet. Ich glaube, so schwer war es jetzt nicht. Aber vielleicht kommt der eine oder andere ja doch nicht drauf. Und hier wird jetzt eine ganz primitive Schaltung gebaut. Weil nach viel Platz zum Kabel verlegen habe ich jetzt hier nicht. Deswegen einfach nur mal so. Irgendwas so zum Beleuchten. Überleg nur gerade wie. Kommt hier so rein. Na Mist, der Raum ist antisymmetrisch. Was ist denn, wenn hier das Bett hinkommt? Apropos Bett. Ei! Flupp. Obwohl, ne, da kann mal wieder eine Bank hin. Richtig abwechslungsreich hier heute im Hotel. Und bam! Ma. Jetzt muss man mal die Sachen durchlesen. Ich glaube, so geht das gar nicht mehr. Zimmer von Dead Sheep. So, jetzt auf jeden Fall Redstone-Lampen müssen hier verwendet werden und auch ein Bett. Natürlich muss ich jetzt genau gucken, wie ich das hier aufteile, damit es auch alles passt. Das wird total wir hier drin aussehen, glaube ich. Total wir. Oh, wie weit kann ich denn die Decke da abmachen? So weit, okay. Dann kommt die Decke da weg. Was ist denn für ein so ein Zimmer? Was nach Eberschein wäre total kacke aussieht, aber okay, mal gucken. Mal schauen. Das war das einzige Zimmer mit einer ganz niedrigen Zimmerdecke. Boah, ist das warm hier in meinem Raum, ey, krass. Ja, ich teste das jetzt einfach nochmal. Und wenn man dann hier die Fackel hin macht, leuchtet's. Okay, dann ist es doch relativ einfach. Oh, ich dachte schon. Richtige Spitzhacke verwendet. Glück gehabt. Das einzige Zimmer mit Elektrik drin, ey, krass. Krass. Schon lange nicht mehr, ne? Ich muss ja mir was Neues einfallen lassen. Irgendwas, was man so sagen kann. Ah. Ach du Scheiße, hier passt dann genau 8 rein. Gut ist, ich komme jetzt an die Verkabelung nicht mehr dran. So, ziemlich gedrungen. Okay, dann mache ich mal hier vielleicht den Schalter hin oder da hinten an der Wand. Ne, ich habe eine bessere Idee. Die mal wieder raus. War eigentlich klar, dass ich wieder alles ummodel. Und zwar mache ich dann hier mit ein paar Steinen so noch eine Wand hin, wo dann die ganzen Kabeldinger hochgehen. So, dann kommt hier der Schalter hin. Da muss man ein bisschen übertrieben aussehen. Also ihr müsst mir nicht sagen, wie das besser geht, sondern nehmt es einfach so hin. Okay, nach unten ist sie schon mal aus. Wenn ich jetzt hier drüber eine mache.
So wäre sie dann an und dann müsste ich jetzt nur noch das Redstone. Da, die Redstone da reinlegen. Und komme ich überall dran? Ich würde fast schon sagen, ja. Jetzt kommt hier noch der Gang rüber. Oder da? Da ist besser. Aua. Und natürlich ist da generell auch Licht. Für den Fall, dass hier mal nichts an ist. Alles schön beleuchtet sein. Ach, guck mal, wenn ich drücke mal mittlere Maustaste. Ja, nicht wirklich was passiert. Schade aber auch. Licht an, geht schon mal nicht. WTF! Mach ich das eben da lang? Ah, jetzt geht's. Und dann hier noch zumachen. Obwohl, in der Ecke könnt ihr dann... Ne, da kommt nicht noch eine Lampe hin. So bleibt es. Soll ich gerade wieder kurz davor, alles schön zu bauen? Nein, es soll doch ein Klotz sein. Hä? Okay. Ist da noch ein kleiner Fehler drin oder sowas? Kann schon sein. Ja, soll ich denn hier so in den... Nein, in die Nische kommt er nicht. Krieg da mal ein Doppelbett hier rein. Der hier reinkommt, den habe ich auch auf der Messe getroffen. Auf der Gamescom. Ist eigentlich eine Info, mit der man nichts anfangen kann. Nur mal so. Ah ja, Werkbank hat er noch gar nicht. Oder die? Oder der? Da ist der Werkraum. Könnt hier eigentlich noch ein Stück Holz hin. Da wird noch ein Bild hinkommen und eine Truhe natürlich auch. Die Truhe können eigentlich unter dem Schalter hin. Oh, so geht ihr aber durch den Schalter durch. Dann andersrum. Truhen weg. Werkbänke weg. Die Truhe dahin und die Werkbänke dann hier hin. Das ist in Ordnung. Aber noch eine Notbeleuchtung. Ich würde sagen, hier kommt eine Fackel rein, damit hier auch nicht unbedingt Monster drin sind. Ja, ist perfekt, weil die 7 wird erst erreicht oder die 6 auf diesem Ding hier. Da spawnen, so viel ich weiß, keine Monster mehr. Außer es gab eine Änderung, aber ich glaube doch nicht. Genau, ein Kühlschrank, der macht sich hier auch sehr gut. Aber so ein riesiges Bild, wieso eigentlich nicht?